Stuttgart vor einigen Tagen. Mit versteckter Kamera drehen wir ein Treffen der türkischen Nationalisten, den sogenannten Grauen Wölfen. Es leben die Märtyrer, es lebe das Land, schreien sie. Ihr Gruß ist der erhobene Arm mit zwei abgespreizten Fingern. Ihre Symbole, drei Halbmonde und der heulende Wolf. Die Organisation wird in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet. In der Türkei, dem Mutterland der Grauen Wölfe, richtet sich ihr Hass gegen jeden, der es wagt, die Nation zu kritisieren. Das bekam auch der türkische Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk zu spüren. Er hatte das Schicksal der Armenier in der Türkei thematisiert. Vaterlandsverrat für die Grauen Wölfe. Nur mit massivem Polizeischutz schaffte es der Schriftsteller unbeschadet durch die Menge. In Deutschland haben die Grauen Wölfe vor allem unter Jugendlichen Anhänger. In Videos bei YouTube präsentieren sie sich als kampfbereite Super-Osmanen. Gebt Kurden keine Chance, steht auf dem Plakat. Ihre Hetze verbreiten die jungen Deutsch-Türken im Stil von Al-Qaida-Videos. Oh scheiß Kurden, wenn alle sterben, die kleinen verdammten dreckigen Hurensöhne. Scheiß Bastarde, scheiß Hurensöhne, scheiß Muttensöhne. Eure Frauen sehen aus wie Männer, die haben mehr Bart als ein Mann. Die sehen aus wie Affen, die aus wie Schweine, Bastarde. Auch UFOK verbreitet solche Videos. Ein einfacher Weg, um türkische Jugendliche aufzuhetzen. Der 16-Jährige geht regelmäßig zu den Treffen der Grauen Wölfe. Dort hat man ihm das nationalistische Weltbild beigebracht. Die uns hassen, die hassen wir auch. Zum Beispiel Armenen oder Griechen, Kurden. Weil ich bin Türke, ich bin stolz darauf. Ich muss auch stolz darauf sein, weil man halt Türke geboren ist und man muss es halt bleiben. Grauer Wolf bedeutet zu sein, also dass man für sein Land ist. Und dass man halt für Land sterben würde. Solche Aussagen kennt die Extremismus-Expertin Claudia Danschke zur Genüge. Sie hat Studien über die Grauen Wölfe verfasst und dabei festgestellt, dass sich vor allem Jugendliche zunehmend radikalisieren. Eine gefährliche Entwicklung. Es werden Feindbilder geschürt bei den Jugendlichen hier in Deutschland. Sie lehnen also andere als minderwertige Menschen ab. Und wenn die Türkei angegriffen wird oder beleidigt wird, dann wird auch eine sehr martialische, militärische, aggressive Rhetorik gepflegt, bis hin auch durchaus zur Gewalt. Zurück auf der Veranstaltung in Stuttgart. Auf der Bühne steht Ahmet Safak. Der Popstar wurde extra aus der Türkei eingeflogen. Der Verfassungsschutz Baden-Württemberg bezeichnet Safak als Vorzeigeinterpreten der MHP, der politischen Mutterpartei der Grauen Wölfe. Seine Texte sind ebenso eingängig wie patriotisch. Sie glorifizieren den Kampf der türkischen Soldaten. Für viele Jugendliche eine Art Einstiegsdroge. Popmusik ist nur Mittel zum Zweck, um die Jugendlichen, die einfach hier in dieser Kultur oder auch in der Türkei mit dieser Musik groß geworden sind und die ihnen vertraut ist, anzusprechen. Das heißt, damit hole ich die Jugendlichen erstmal dort ab, wo sie sich befinden, indem ich sie dann mit bestimmten Texten, mit bestimmten Themen in diesen Liedern konfrontiere, ziehe ich sie ein Stück weit in meine Ideologie hinein. Das passiert auch im deutsch-türkischen Hip-Hop. Der Rapper Osun Baba ist glühender Anhänger der Grauen Wölfe. Obwohl in Deutschland aufgewachsen, idealisiert er in seinen Texten das Türkentum. Diese Gemeinschaft, dieses ich helfe dir in jeder Lage aus, egal ob es auch bis in den Tod geht, gibt es halt so Regeln und das ist halt auch gut so. Dieses Rudelverhalten, das ist halt einfach von den 1:1 von den Wölfen übernommen, dass man halt keinen im Stich lässt. So. Das ist für mich eigentlich Boskut. Mein Land, eine Sprache, ein Volk. Zumindest wenn man in das rassistische Muster der Grauen Wölfe passt. Mit seinen Texten transportiert Osun Baba das nationalistisch-türkische Weltbild in die Kinderzimmer, in gebrochenem Deutsch. Mein Volk voller Ehre, voller Stolz, trag die Fahnen durch die Welt, Halbmond im Blut vom Volk. Patriotische Texte, gerappt in einer Sprache, die man nie ganz gelernt hat. Dieses kulturelle Kuddelmuddel zeigt die Zerrissenheit vieler Jugendlicher mit türkischen Wurzeln. Aufgewachsen in Deutschland hilft ihnen der türkische Nationalismus aus der Identitätskrise.
Es kommen immer mehr Jugendliche zu den grauen Wölfen, weil sie halt ihr Land vermissen, weil sie halt diese Einheit vermissen. Sie vermissen einfach diesen Zusammenhalt. Und man wird hier von Tag zu Tag damit konfrontiert, dass man nicht dazugehört, zusammengehört hier. Und daher sucht man sich halt seine Heimat wieder zurück. Und das werden immer mehr Jugendliche machen, das ist klipp und klar. Das versucht auch Ufuk, obwohl er die Türkei nur von Urlaubsreisen kennt. Seine deutsche Staatsangehörigkeit ist für ihn nur ein Stück Papier. Trotzig gibt er den Mustertürken. Ich bin in Deutschland geboren, aber werde trotzdem hier nicht anerkannt als Deutscher. Und wenn ich schon als Türke hier gelte, dann werde ich richtiger Türke und gebe mich auch als Türke aus. Das darf man getrost als Drohung verstehen. Weitgehend unbemerkt wächst in Deutschland eine Gruppe hoffnungsloser Ultranationalisten heran, die von Menschenrechten nichts hält. Eine türkische Angelegenheit wird zum deutschen Problem.